Viele Menschen schauen ihre momentane, aktuelle Lebenssituation an und sind entmutigt. Denn das, was sie da sehen und das, was sie da empfinden, ist einfach entmutigend. Es ist nicht das, was sie sich wünschen, was sie sich erhoffen. Nun, es ist nur eine Momentaufnahme. Es ist nur der Ist-Zustand des Lebens. Wir dürfen das nicht überbewerten. Dieser Ist-Zustand kann sich jederzeit ändern. Das, wo du momentan drinsteckst, deine momentane Situation, ist nicht dein Leben. Das ist nur der Ist-Zustand, der kann sich jederzeit komplett verändern. Und du hast es auch in der Hand, die Situation zu verändern. Wie meine ich das? Durch deinen Glauben kannst du dich ausstrecken und andere Dinge in deinem Leben zur Realität bringen. Schau, die Bibel sagt uns an keiner einzigen Stelle, dass wir das haben werden in unserem Leben, was wir fühlen. Sie sagt uns an keiner einzigen Stelle, dass wir das haben werden, was wir sehen. Aber sie sagt uns etliche Male, dass wir das haben werden und haben können und haben sollen, was wir glauben. Das, was wir glauben, wird unser Leben prägen. Das, was wir glauben, wird Realität in unserem Leben werden. Wenn wir beispielsweise die Heilungswunder Jesu anschauen, dann begegnet uns das immer und immer wieder. Leute kommen im Glauben zu ihm und empfangen genau das. Und ihre Ist-Situation ändert sich schlagartig. Die ist innerhalb von einem Augenblick, einer Berührung von Jesus, einer Begegnung von Jesus verändert. Warum? Weil ihr Glaube etwas freisetzt, was er für sie hat. Beispielsweise heißt es, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das sagt Jesus zu dem Hauptmann, der für seinen Diener bitten lässt. Dir geschieht, wie du geglaubt hast. Das, was du geglaubt hast, wird in deinem Leben geschehen. Das ist ein geistliches Prinzip. Oder es heißt, sei guten Mutes, Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Da kannst du mal drüber nachdenken, was das bedeutet, welche Power, welche Macht Glaube hat. Oder es heißt, euch geschehe nach eurem Glauben. Das, was wir glauben, wird geschehen. Das, was du in deinem Leben glaubst, wird geschehen. Das, wonach du dich im Glauben ausstreckst, wird Realität in deinem Leben werden. Deshalb ist es so wichtig, dass du genau überlegst, was glaubst du, was erwartest du, was sagst du, wonach streckst du dich aus? Oder es heißt, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Durch den Glauben wird das freigesetzt, wonach du dich ausstreckst. Das, was du willst, das, was dein Anliegen ist, wird durch den Glauben freigesetzt. Und das absolute Highlight ist folgende Aussage: Dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Das heißt nirgendwo, demjenigen, der irgendwas fühlt, ist irgendwas möglich. Schon gar nicht alles. Demjenigen, der irgendwas sieht, ist irgendwas möglich. Sondern dem, der glaubt, dem ist alles möglich. Und ich denke, wenn du dort in dem Bereich weitergehst, wenn du vom Herrn dir Glauben geben lässt, Vision geben lässt, er ist derjenige, der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Er ist derjenige, der das in dir hineingeben möchte, damit du dich ausstrecken kannst, damit du glaubst und sprichst und in die richtige Richtung dich bewegst, damit das, was er für dich hat, in deinem Leben freigesetzt ist. Und das kann alles sein. Das kann jede Form von Berufung sein, von Heilung, von Versorgung, von Segnung, von guten Beziehungen, von Arbeitsplätzen, von was auch immer. Das, was du glaubst, wird Realität in deinem Leben. Lass dir vom Herrn den Glauben für dein Leben geben, dass das, was er dir geben möchte, wirklich Realität wird, umgesetzt wird. Sei da ganz aktiv. Sei da ganz aktiv und lass dich nicht von dem leiten und steuern und bestimmen, was du fühlst oder was du momentan empfindest oder von deinem Ist-Zustand. Der Ist-Zustand kann sich durch eine Berührung Jesu schlagartig verändern. Denn Gott hat mehr für dich.